Die AfD fordern jetzt in ihrem Antrag den Abzug der deutschen Kräfte aus Afghanistan. Glauben Sie nicht, dass mit dem Abzug in Afghanistan alles zusammenbrechen würde und die Taliban das Land zurückerobern würden? Wir stehen ja momentan vor der Situation, dass jetzt grundsätzlich die Mandatsverlängerung ins Haus stand, beziehungsweise gestern entschieden wurde. Und natürlich haben die Altparteien für eine Verlängerung des Mandates Resolute Support gestimmt. Und auf Ihre Frage bezogen, wenn wir abziehen würden, ob da alles zusammenbrechen würde. Die Lage ist dort ohnehin desolat. Das heißt, es wird alles nur zusammengehalten durch die amerikanischen Streitkräfte. Wir sind die kleinen Unterstützer vor Ort. Durch die Amerikaner fließen 5 Milliarden jedes Jahr in dieses Land. Damit werden die Sicherheitskräfte bezahlt. Und selbstverständlich, wenn es dort einen Abzug gibt, dann sieht es dort mit der Staatlichkeit schlecht aus. Aber darum geht es auch überhaupt nicht, weil wenn man sich ehrlich machen möchte, dann müsste man im Vorfeld sagen, dass es hier um einen Einsatz geht, der noch Jahrzehnte dauern kann, wenn man in diesem Land überhaupt etwas bewegen kann und möchte. Und das habe ich gestern in meiner Rede auch so ausgedrückt. Aber man kann es nicht davon abhängig machen, lässt man die deutschen Soldaten jetzt vor Ort oder nicht, würde da etwas zusammenbrechen, würde dort etwas funktionieren oder nicht funktionieren. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, wie lange müssen wir noch vor Ort bleiben, um etwas zu ändern? Kann man überhaupt etwas ändern? Und ich und auch meine Fraktion sagen, nein, wir sollten jetzt rausgehen. Wir haben die Option, wir haben es leider nicht geschafft, unseren Antrag durchzusetzen. Die Altparteien haben sich durchgesetzt. Unsere Soldaten müssen weiter in Afghanistan bleiben mit allen Konsequenzen, die das mit sich zieht. Ist es nicht im deutschen Interesse, dass in Afghanistan militärische Präsenz dauerhaft stabilisiert bleibt und somit die Möglichkeit zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen zivilen Aufbau gegeben bleibt? Ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Wenn man diese Argumentation aufgreifen möchte, die Sie jetzt eben auch so in Ihrer Frage vorgetragen haben, das ist ja dieselbe Argumentation der Altparteien, vor allen Dingen der Linken, der Grünen und der SPD. Wenn ich danach gehe, dann müsste ich ja in jedes Land gehen, wo es schlecht aussieht, wo man die Befürchtung haben müsste, dass dort etwas passieren kann, was auch nur im geringsten Maße vielleicht irgendwie Deutschland berühren könnte. Und dann sind wir schon wieder bei einer Interventionsarmee, was wir ja in der jetzigen Situation überhaupt nicht leisten können. Und wie gesagt, die Staatlichkeit in Afghanistan ist so nicht gegeben. Afghanistan ist ein künstliches Gebilde. Eigentlich ist es ein Zusammenschluss von mehreren Ethnien, die seit Jahrhunderten gelernt haben, dort miteinander zu leben, ihre Interessen auch gegeneinander durchzusetzen. Man hat sich gegenseitig immer bekriegt, sei es im Norden, sei es im Süden, die Pashtunen und auch andere. Also ich sehe das persönlich nicht so. Und wie gesagt, wenn muss man sich ehrlich machen, wenn die Regierung das will, wenn die Parteien das wollen, dann muss man sagen, wir müssen mindestens 50 Jahre in diesem Land bleiben. Dann weiß man, was einen erwartet. Aber diese ewige Salamitaktik immer von einem Jahr zu einem Jahr verlängern und dann immer die Floskel, wir sind zusammen reingegangen, wir gehen zusammen raus, damit sind die Amerikaner, damit sind die NATO-Kräfte gemeint. Ich und auch meine Fraktion, wir lehnen das vollkommen ab. Wir müssen jetzt unsere Soldaten nach Hause holen. Es ist uns nicht gelungen. Man hat wieder gegen uns gestimmt und damit gegen das Volk, dass das mehrheitlich so sieht, dass unsere Soldaten nach Hause kommen sollen. Und man hat auch gegen unsere Soldaten gestimmt, was ich sehr traurig finde. Ein weiterer Punkt war die Versöhnung mit Namibia. Die Fraktion Die Linke setzt sich für die Versöhnung mit Namibia ein. In ihrem Antrag fordert sie die Entschädigung nach fast 100 Jahren für Verbrechen und Gewalttaten der deutschen Kolonialherren. Warum hat die AfD gegen diesen Antrag gestimmt? Erstmal ist es so, dass Deutschland eins der wenigen Länder ist, die wirklich ihre Kolonialgeschichte auch aufarbeiten. Nehmen Sie Großbritannien, Frankreich oder vor allen Dingen Belgien, da findet sowas überhaupt nicht statt, zumindest keine kritische Auseinandersetzung. Wir sind da auf einem ganz anderen Weg. Man hat jetzt so, wie das Auswärtige Amt auch betrieben hat, man hat sich entschuldigt für die Verbrechen, die dort stattgefunden haben. Und das, was die Linke hier letztendlich wieder gefordert hat, das ist viel zu einfach. Die haben sich gar nicht vernünftig mit der Geschichte von Deutsch-Südwestafrika beschäftigt. Mein Kollege Dietmar Friedhoff hat das gestern Abend in seiner Rede nochmal klar und deutlich herausgestellt, worum es da wirklich geht. Und mit den Inhalten, die Linken da vorgebracht haben, damit konnten wir uns halt nicht gemein machen. Und dementsprechend ist dieser Antrag von uns abgelehnt worden. Angela Merkel hat gestern die Erklärung zum Europäischen Rat abgegeben. Wie stehen Sie dazu oder wie ist Ihre Meinung zur Regierungserklärung?
Wir haben ja, oder wer es verfolgt hat, gestern dieses Debakel. Frau Merkel hat wieder von Multilateralismus gesprochen. Sie hat wieder von einer Zusammenarbeit mit Frankreich gesprochen. Sie hat davon gesprochen, dass Großbritannien weiterhin die Tür offen steht und dass man gute freundschaftliche Verbindungen mit Großbritannien halten will, auch wenn der Brexit, auch wenn der Ausstieg kommt. Aber all das widerspricht sich natürlich, indem man Großbritannien knebelt, indem man hier Fakten schaffen möchte und nach außen ein ganz klares Signal senden möchte: Wer es wagt, die Europäische Union zu verlassen, den werden wir bestrafen, den werden wir abstrafen. Und das war das ganz klare Signal, was sie gestern vermittelt hat, auch wenn sie es schöner verpackt hat. Etwas Utopie war auch wieder dabei. Sie möchte jetzt einen Flugzeugträger, so wie Herr Kramp-Karrenbauer das auch schon gesagt hat, mit den Franzosen zusammen. Ich wäre schon ganz dankbar, wenn wir ein paar funktionierende Panzer hätten, wenn wir vernünftige Ausrüstung für unsere Soldaten hätten. All das ist nicht gegeben und das ist einfach schon der Grundstock, wo ich sagen möchte, daran kann man ableiten, was man von dieser Rede von Frau Merkel zu halten hat. Und unser Fraktionsvorsitzender, Herr Alexander Gauland, hat ja auch ganz klare Worte dazu gefunden. Ich rate dazu, sich das nochmal anzuschauen. Insofern war es der typische Merkel- und Regierungssprech, nichts Neues für uns. Und wir hoffen einfach nur, dass das Volk, dass die Menschen vor den Fernsehgeräten das mittlerweile auch richtig einzuschätzen wissen.